Hallo, ich bin der Tobias. Ich bin ein großer Lego-Fan, und deswegen habe ich auch Lego geschrieben und gefragt, ob ich so ein Video online stellen darf, um hier so Lego-Sets aufzubauen. Schön, dass ich da positive Meldungen gekriegt habe, dass ich es machen darf. Ich fange mit Ordnung an. Der hat nur 2359 Teile. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß beim. Wollen wir mal. Dann fangen wir mal an mit Auspacken. Also ich bin übrigens nur zur Regie und zur Hilfe da, falls jemand Fragen hat. Er ist der Ansprechpartner. Er kennt sich aus mit Lego. Wenn ich mach das auseinander, sodass du nur eine Seite hast, Toni. Geht. Boah. Ist jetzt fast eine Woche gewartet. Eine Woche gewartet, ja. Oh yeah! Das Päckchen nehmen wir mal runter. Wahnsinn! 15 Tüten. Also hier sieht man auch mal das Projekt. Das ist das, was wir vorhaben. Da kann man das hier unten herstellen, das ist jetzt ein Nachbarn. Ja, gute Idee. Ist da nicht wirklich im Bild, ne? Dann lass uns weg. Fotos machen wir zwischendurch auch noch ein paar, die können wir ja... Himmel! Die paar Aufkleber, das ist ja jetzt nicht so gewählt. Ich dachte, wären mehr, ja. Aber die Tüten sind nummeriert. Die sind nummeriert, was ja auch. Das ist ja klar. So viel Luxus hatten wir damals nicht. Du kannst übrigens auch gern mit unserem Publikum sprechen, das hören bestimmt einige zu. Schönen Gruß, Sandra. Genau, schönen Gruß, Sandra. Die Nerds sind am Bauen. Die Nerds sind am Start. So. Soll ich die Tüten sortieren oder wie machen wir es? Ja, wie gesagt, ich würde erstmal sagen, so ein. Von ach so, ein. Ja gut. Von dem Inhalt. Einmal ein Häufchen. Einmal ein Häufchen. Ach, da haben wir die. So. Zack. Machen wir noch eins zur Sicherheit. Sehr schön. Ja, mit Nummer 1 fangen wir mal an. Ist das chronologisch? Also. Ja. Aber manchmal sind das drei Häufchen. Das sind noch zwei. Drei ist nicht. Ja. Achso, du bist die Einzige. Die Eins. Ja. So, dann machen wir das mal weiter. Also noch wunderschöne Anleitungshäkchen. Ich zeige das mal kurz so ein bisschen in die Kamera. Ja, man kann das so sehen. Ja, kann man erkennen. Und wie immer sind natürlich Ersatzteile auch mit bei, wenn mal was verloren geht. Da. Ja, so Einzelteile waren damals, glaube ich, auch schon mal doppelt. Da habe ich mich immer gefragt, ob das ein Fehler von denen war. Nee, das ist abwegig. Weil solche kleinen Dinger, die können auch mal verloren gehen. Und deswegen sind da schon welche Ersatz drin. Das ist auch schön. Ja, ich musste damals... Ach nö, wieder mit Farben. Habe ich dir ja erzählt. Ich musste damals tatsächlich mal einen Brief hinschicken. Hier steht sogar drin in der Anleitung, Vorsicht, das ist so groß, bitte bauen Sie es wenigstens mit zwei Leuten auf. Echt jetzt? Nein. Das würde mich jetzt auch wundern, das steht sowas nicht drin. Und das ist jetzt tatsächlich Tüte 1 hier? Das ist Tüte 1. Und was da, also was da immer gezeigt wird, das ist dann auch wirklich in der Tüte. Ah. Und so weit geht dann auch immer die Anleitung, ne? Immer. Okay, ich habe lange nicht nach Anleitung gebaut mit Lego, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich baue nur nach Anleitung. Ja. Ich hab meine du hattest doch den Adler vorhin. Da. Den Adler, ja. Da hat keine Nummer drauf gestanden. Aber der gehört ja dazu. Steht aber keine 1A oder sowas drauf. Ja, ist richtig. Ja, ich weiß, ich bin pingelig. Was haben wir? Ach so, das ist dann tatsächlich erste Seite. Genau. Also im Grunde ab... Nein, das ist doch vier Seite 1. Da geht's schon los. Also genau. Müssen wir hier tatsächlich anfangen. Jetzt. Richtig, ja. Tatsächlich. Das mit den Fäden darfst du machen, ich habe so dicke Finger, das kann... Ja, da... Ich baue das Männchen zusammen. Komm, das kann ich. Gut, dann mache ich das mit dem Fähnchen. Das schaffst du! Das habe ich auch immer bei den anderen schon gemacht. Das ist... immer Fummelei. Und die Charaktere sind auch aus dem Film, ja? Wow. Dumme Fragen gehören dazu für diejenigen, die die Filme nicht gesehen haben. Da sind die Beinchen. Also von der Mechanik her hat sich nicht wirklich was geändert, ne? In den letzten, sagen wir mal, 15, 25 Jahren. Wie meinst du das, Mechanik? Ich meine, zum Beispiel die Püppchen sind immer noch so wie früher.
ist, ja. Ein Bösewicht, dessen Name ich nicht kenne. Da ist er. Das ist ja nur ein Ork. Ach, ein Ork ist das. Mhm. Haben die keine Haare? Sieht fast aus wie Spider-Man in Braun. TM, Copyright und alles da. So. Adler haben wir auch noch hier. Wo ist denn dann dieses Enter? Da. Ich hoffe, die Glocken im Hintergrund machen euch nicht allzu viel aus, wenn man sie überhaupt hört. Wir arbeiten extra mit einem externen Mikrofon, damit man nicht alles hört, was unsere Nachbarn so treiben. Fenster ist, doch Fenster habe ich mir erlaubt offen zu lassen. Wir haben doch momentan recht warme Temperaturen. Gestern fand ich es schlimm. Gestern war richtig warm, ja. War schön. So. Das Tauwetter für dich, sagt man immer. So, jetzt muss ich das doch mal ein bisschen aufrollen. Ach, der kommt hier als... Ach so, das ist so eine Waffe. Das ist eine Waffe, so ein Enterhaken. Hast du die Axt auch schon? Nee, die kannst du gerne zusammenbauen. Wenn ich gerade dabei mache. Das ist auch gut, dass mir Thorsten dabei hilft, weil im Forum stand 6 Stunden nur zu zweit, also wenn man dann das alleine macht. Mit mehr Power. Ja. Ja, wir lassen uns überraschen. Wenn wir fertig sind, sind wir fertig. Da, seine Axt hat er. Ja, wir kommen ja prima voran, muss ich sagen. Figürchen, Adler, alles schon da. Kann ich ihn hier draufsetzen oder ist das nicht so gewollt? Nee, das ist nicht so gewollt. Nicht? Da kommt Gandalf drauf. Auf den Adler. Gandalf kann sich teleportieren, ey. Nee, Gandalf. Gandalf ist der Gute und der ist der Böse, den du da gerade drauf gemacht hast. Und der Adler nicht. Der Adler ist auch gut. Wo steht das? Ich guter Adler. Okay, da steht's drauf. Der ist, kriegt er in seiner anderen Hand. Möchtest du es genau nach ab? Ja, ist eh. Ja, das ist egal, wie rum. Ja, manche Leute sind da pingelig. Die sagen, wenn die Fahne links schwingt, dann möchte ich sie auch links haben. Nee, so also pingelig bin ich dann auch nicht. Ach, das ist so ein Enterhaken-Ding. Das ist ein Enterhaken, wie gesagt. Ja. So sieht das dann fertig aus. Ich hoffe, man erkennt das hinterher. Ansonsten zoomen wir es ein bisschen ran nachher. Können wir ja prinzipiell mal machen. Dann seht ihr auch, was wir auf dem Tisch liegen haben. Nerds beim Spielen. Nerds beim Spielen, ja. Richtig. Können wir zwischendurch ruhig mal die Blicklage ein bisschen ändern. Das ja, auf jeden Fall. So, da hätten wir dann also einen Ogre auf, möglicherweise nicht auf dem Adler. Der hat schon aufgegeben. Der muss auch andersrum, weil... Ne, der, die Axt muss andersrum. Ach so. Meinst du, so nach unten zeigen. Ach, nein. Laut Bild war das oben. Ja. Ja. Guck, das zeigt nach unten. Ach so, meinst du das? Ja, gut. Aber als ich dich fragte, rechte oder linke Hand, da hast du gesagt, ist egal. Ja, aber, aber die Axt muss nach unten zeigen. Das muss. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Kommt dann direkt ein Vierbein. Du kannst mir dann meistens die Sachen vielleicht reichen oder so. Ja, ich überlege gerade, bei welchem Foto du denn sein könntest. Ich bin schon bei dem. Nein. Ja doch. Unglaublich. Dann brauchst du den hier und einen von denen. Oje, wo kommt der denn hin? Ach da. Dann brauchst du den hier. Ich bin der Kommissionierer, es will nur die Lage. Genau. Man muss ja auch immer in Ruhe gucken, wie das hängt, oder? Ist das so ein Einer mit so einem Nupschi unten drin, oder was ist das? Peter? Ich weiß nicht gerade, was das für ein Stein... Ah, diese Dinger sind das, ne? Da sind so Pümpel drin, genau. Da hat man früher an den Häusern immer das Licht draus gemacht. Genau, richtig. Mhm. Genau. Fand ich auch mal sehr spannend. Damals hat das noch gereicht, wenn da so ein transparenter Stein drauf ist. Heute muss es blinken. Das ist ganz richtig. So. Jetzt kommt natürlich auch Gestrüpp. Gestrüpp. Aber ich merke schon, du bist doch recht gut in der Übung. Ja. Man will ja auch merken, ich habe ja noch ein paar Teile dann vor. Ach, diesen Haufen meinst du? Ach, der macht sich doch von selbst. Wobei man ja sagen muss, die Steine werden ja auch größer. Also wir haben nicht nur so Kleinzeugs, wir haben auch durchaus so wie hier, das sind schon ein paar größere Sachen. Mhm. Wäre cool, wenn das so in Etagen aufgebaut wäre. Jede Etage so ein...
Also es wird ja höher und ja. Das ist dann auch in Etagen aufgebaut. Na, dass die dann sagen, hier Tüte 1, Erdgeschoss, Tüte 2, erste Etage. Wir werden sehen, wir werden sehen. Nur mein Keller wird schwierig. Mein Keller wird schwierig. So, oh, jetzt kommt das hier. Das habe ich hier. Das ist dieses hier? Ach so, das ganze Teil. Das ganze Teil. Also das sind zwei flache. Ja, ja, ja. Das ist fies, wenn du da was falsch machst, die kriegst du nie wieder auseinander. Doch, kriegst du ja schon. Dafür hast du ja das tolle Werkzeug. Was ist das denn? Zum. Mach mal auseinander, wie das gehen würde. Erfolgseffekt, aber normal ja, geht das. Ganz tolles Werkzeug. Daumen hoch dafür. Aber es geht, das geht. Aber es ist Vorführeffekt, wie immer. So was hatten wir damals nicht. Bei uns gab es nur Fingernägelscheren und Messer. Ja, richtig, richtig. Da ist der graue Stab. Nee, aber ich suche ihn. Ach so. Ja. Der ist von Lego Technik sogar, ne? Der graue Stab ist von Lego Technik, genau. Ich habe hinterher mehr Technik gemacht. Das kam mal. Dann brauchst du diesen Burschen. Achso, das ist so. Nee, das ist noch das hier. Der Pümpel. Wisst ihr? Ach, da, ach so. Ja, dann können wir mal gucken. Ja, ich gucke nur das Fertige an, sag ich schön, nächste. Next. Über MTV, next. Next, genau. So, und dann das Graue. Wie viel Zeit haben wir denn schon? Ach, 11 Minütchen, da kommen wir ja. So. Wow, was ist das jetzt? Ja, das ist schon mal der Anfang. Halt mal die Kamera, damit die Leute schon auch sehen, was los ist. Ja, ich habe den Zoom ein bisschen rausgenommen. So, was immer das ist, das wird sich später herausstellen. Auf jeden Fall haben wir es schon mal fertig. Obwohl, da kommt noch was. Da geht es sogar noch weiter, siehst du? Von wegen fertig. Jo, das passt sogar. Ne, passt nicht. Das ist der falsche. Den brauchst du. Den brauchst du, genau, richtig. Jetzt musst du das Ganze wieder so seitlich drehen. Also manchmal muss man das auch ein bisschen. Ach, der sagt dir jetzt an, warum soll ich das drehen? Ja, weiß ich nicht. Das soll so hingestellt sein. So. Das ist der Fuß vom End bestimmt. Ist das das Vieh, was auf der Packung drauf ist? Genau. Oh Gott, wir sind noch nicht mal beim Turm angekommen. Nee, wir bauen ja erstmal die Figuren auf. Ist ja auch logisch. Ich nehme den Zoom nochmal ganz raus. Also falls ihr euch wundert, was ich mit meiner rechten Hand auf dem Tisch mache, ich habe mir erlaubt, meine Kamera fern zu bedienen, dass ich nicht immer aufstehen muss und so, wenn wir was ranzoomen. Bei so signifikanten Sachen drehen wir das dann extra. Dann nehmen wir Tobias Nagelpolish mal direkt unter den Loop. Sehr nett. Sehr nett. Puh, ist doch nichts bei. Ist nur Pflege. Das ist doch so richtig. Also man braucht hier schon ein bisschen Kraft. Deswegen ist es auch erst ab 12. Ab 14. Ab 14 sogar. 14 ist es. Das sollte eigentlich ein Witz sein, aber gut. Obwohl manche geschrieben haben, das könnte sogar ab 10 sein oder so. Aber naja. Aber das Prinzip des Aufbauens ist immer dasselbe. Es geht ja wahrscheinlich ums Motiv, oder? Ja, da wäre ich schon brutal. Ja. So. So wie Harry Potter ist auch fies. Harry Potter ist auch fies, ja. Gibt's auch was von Lego? Weiß ich gar nicht. Bestimmt. Ja, gab es, aber ganz wenig nur. Und ganz kurz auch nur. Also das war schnell weg. Bei eBay ist bestimmt wieder ein scheiß Geld wert. Ja, wie das so ist. Das macht Lego extra, Wertsteigerung inklusive. Ja, ja, richtig. Deswegen habe ich mir den Outhang auch so früh los. Ja, echt? Nein, nee, echt jetzt. Gibt es irgendwie 12.000 Stück oder so und dann irgendwann kostet das Doppelte. Ja, also teilweise, wenn man im Internet guckt, dann kostet so ein Set 200, ab 200 Euro, ne, Versteigerung. Also sorgt für Klicks, Leute, wir müssen die Kohle wieder reinkriegen. Obwohl, hiermit dürfen wir kein Geld verdienen. Na, no, indirekt. Wir können unsere Kanäle noch verlinken. Das ja. Dazu müssen wir dann erstmal reaktivieren. Mhm. Da machen wir. Ja, ist das, ne? Ja. Ja, erstmal schön ablenken hier. Genau. Das erzählen wir euch ein andermal. Genau.
Bleibt spannend, ich mag der Werbung dranbleiben. So, der kommt ganz außen. Aber du kriegst das gut hin, muss ich sagen. Also. Ja, wie gesagt, Übung. Vor allem bei denen, die ich schon zusammengebaut habe, weiß ich auch, wie es geht. So. Ja gut, aber dieses Set hattest du ja noch nicht in Händen. Paul. Nee, das ist jetzt wirklich blind. Blind LB. Blind Let's Build. Ja, cool. Was soll man das denn? Ja, wie gesagt, das wird ja der Arm wahrscheinlich jetzt. Ist auch noch nicht fertig. Doch, das kommt hier drauf. Nee, das kommt daran. Ja, hier ist das schon drauf gesetzt. Ach, da. Mhm. So, das habe ich. Aber jetzt kommt noch dieses. Wir bauen jetzt den End zusammen. Das dauert jetzt auch. Wo kommt der vor? In welchem Teil? Der kommt ja im zweiten Teil vor. Im zweiten Teil. Aber es ist ja nicht nur einer, es sind ja mehrere. Aber die haben jetzt nur den Baumbad hier zum Zusammenbauen mit beigetan. Aber wenn man die ganzen Einzige hätte, wäre man noch länger beschäftigt. Das sind mehrere. Mehrere. Ach, das ist so ein... Das ist dieser hier vielleicht. Opala. Der ist das hier. Mhm. Ach, so ein kleiner. Also viele Steine von vorher gibt es dann tatsächlich doch noch. Genau. Aber klar, bei jeder Special Edition, sage ich jetzt mal, hast du wieder Special Steine. Mhm. Die sind ja auch witzig. Ach, der ist das. So. Jetzt wieder auf der Seite drehen. Das ist auch witzig, dass du dir sagst, wie du das zu drehen hast. Das hat einem damals keiner gesagt. Wenn das du nicht erkennst, dass das unten ist, hast du damals Pech gehabt. Das stimmt allerdings. Aber das haben sie alles geändert. So, das ist so genau richtig. Das habe ich auch. So, jetzt haben wir das linke Bein. Warte, wir können doch mal reinzoomen jetzt. Sehr schön. Und das kommt jetzt hier ran. Aber wie? Da rein, nee, da rein passt das nicht, ne? In dieses Loch? Nee, das soll ja noch zu sehen sein, das Loch. Ach, das muss andersrum. Andersrum. Ah, so, das ist so ein Kupplungseffekt. Boah. Ja, könnte nicht zum Bein sein, ne? Was ist ein Bein? Was schon mal das ein? Eine Bein. Nennt uns Frankenstein, wir haben einen Bein erschaffen. Genau. Aber wie gesagt, wir bauen ja jetzt den End zusammen und hat ja auch Beine. Wundert mich, dass am Anfang nicht gestanden hat, bitte bauen Sie es zweimal. Mhm. Ja, weil das andere Bein sieht ja dann wieder anders aus, deswegen... Ach, komplett, nicht einfach nur spiegelverkehrt. Also. Ja, manchmal hast du dann auch zweimal dieses gleiche. Ja, deswegen. Richtig. Aber vor allem ist es nicht in der Tüte. Das kommt auch noch. Das ist ja auch noch mit Bein, ne? Das zweite Bein kommt mir nicht in die Tüte. Ja, richtig. Oh, je. Yeah. Ja, und deswegen steht da auch nicht zweimal, ne? Hast du mal die Dokumentation gesehen, so über Lego hinter den Kulissen und so, wie die sowas entwickeln und so, das ist ja ultra spannend eigentlich. Das ist auch spannend. Ja. Wenn es darum geht, irgendwas Rundes zu bauen und so, meine runde Steine gibt es ja von Lego bis heute nicht wirklich. Mhm. Mit Ausnahmen, muss man sagen, so vereinzelte Sachen gibt es halt schon, aber nicht im Großen und Ganzen. Das stimmt. Besuch lohnt sich auch bei Legoland, da sieht man auch so diese Fabrikstraße. Ja, sowas. Ne? Das ist toll, das zu sehen auch mal. Das ist. Da hatten sie mal einen Einstellungstest fürs Legoland. Da ging es dann tatsächlich darum, bauen Sie uns eine Kugel. Ja, cool. Hatte einer so ein Ding, ein bisschen größer wie ein Apfel vielleicht. So. Ah. Jetzt haben wir schon mal den Körper. Das zeigen wir gleich nochmal. Wir zoomen das zwischendurch immer wieder mal ran. Ach, so. Das ist sogar Step by Step hier, ne? Ja, der Körper muss sich auch bewegen. Wenn die Muskeln knacken. Ja, genau. Bänderriss, nein! Nein. Das Video so. Baumbart kriegt keinen Bänderriss. Da bricht er höchstens nicht einen Ast ab. Ja, genau. Oh Gott, was für ein Humor.
Ja, mein Gott. Spaß muss sein. Oh nein. Ja, schön wieder einer machen. Wie war das? Da geht nichts kaputt. Da geht auch nichts kaputt. Das ist schon sehr stabil, muss ich sagen. Hm, ist es auch. Yeah, let's dance. So, jetzt brauche ich die andere Seite. Siehst du, jetzt fängt genauso gleich an, aber dann geht das bestimmt irgendwie anders weiter. Ach, du meinst das zweite Bein. Das zweite Bein. Na, ja, hier ist nochmal so ein Kugellager, ne? Hm, genau, das brauchen wir ja dann auch wieder. Können wir auch noch mal ein bisschen näher ranzoomen? Also ich bin auch so ein bisschen regieführend hier. Ja, genau. Weil ich froh sein muss, dass ich diese Möglichkeit mit der Fernbedienung gestern noch entdeckt habe. Ja, das ist eine gute Sache. Sehr spannend, ne? So, was ist das da? Ja, teilweise hat man diese Teile dann auch immer gesucht beim Zusammenbauen, aber hier klappt das gut. Ja, früher hattest du eine Tüte mit kleinen Teilen und eine Tüte mit keinen kleinen Teilen. Stimmt, ja. Nummerieren. Nummerieren war ja dann noch nicht gar nicht. Irgendwann gedacht. Nummerieren sie die Steinchen noch. Nee, das wäre doof. Steinchen 2 an Steinchen 5? Nee, das wäre doof. Bitte komm in Steinchen 2 an Steinchen 5. Nee, so ist das schon schön. Ja, tütenweise, vor allem auch die Seiten entsprechend beschrieben, dass du weißt, welche Tüte braucht man, um was zusammenzubauen. Also den Luxus gab es damals nicht. Mm, ist richtig. Das war auch immer der Reiz, wenn man dann beim letzten Stein gemerkt hat, verflucht, der fehlt mir. Mm. Und dann hast du gesucht, wie blöd. Den habe ich dran gebaut. Als Kind habe ich mir mal eingeredet, wer sucht, der findet. Und wo war es dann? Irgendwo hinter einer Schublade gerutscht. Habe ich immer mein halbes Zimmer auseinandergerissen. Oh je, das waren Zeiten. Ah, war cool. Sicher, sowas macht Spaß. Das war kindgerecht. Heute ist es echt nerdig, ne? Wieso? Nein. Das können doch Kinder zusammenbauen. Ab 14 Jahre. Ab 14 Jahre. So. So viel anders sieht das gar nicht aus. Nee, aber es kommt. Oh, doch nicht. Da kommt keiner dran. Doch, schon richtig. Ach, der Fuß so. Fehlt noch. Der Fuß fehlt noch, ich wundere mich schon. Der Fuß kommt gleich noch dran. Genau, da oben machen wir drauf. Oder? Aber irgendwie muss das. So. Genau. Ach so. Ach so, du hast es jetzt andersrum gestellt. Du bist ja auch gemein hier. Ich habe von Hellerie keine Ahnung, wie so ein End aussieht. Ja, aber hier ist hinten. Ah, na, versteht. Da ist vorne. Ja. Das sieht man doch. Das ist ein Transformer, der kann da den anderen. So, jetzt kommt der zweite Fuß. Jetzt kommt der Fuß, genau. Jetzt kommt der zweite Fuß. Der ist so ein bisschen was wie diese Roboter von Robocop. Robocop? So dieser Ansatz. Ja, ich finde das schon cool, dass wir so im Detail dann auch immer alle Figuren so zusammenbauen lassen, das ist schön. Das ist richtig, ja. Was halt interessant ist, wenn du ihn auf eine bestimmte Art und Weise hinstellen willst und wenn das so einrastet, dann bleibt es ja auch wirklich da. Also es rutscht nicht zurück oder so, ne? Mhm. So ein Luxus gab es wohl auch nicht. Das stimmt. Wie oft ist die Figur immer umgekippt? Ja, genau, zum Beispiel. Ich erinnere mich. Warum bleibt das Männchen nicht so stehen, wie ich es haben möchte? Genau. Warum bleibt die Garagentür nicht halb offen? Richtig. Wobei die ging immer schwerfällig, fand ich. Mm. Diese Rollladen. Diese Rollladen kenne ich auch noch. Mm. So. Ja, von der Zeit her würde ich sagen, bauen wir die zu Ende, machen wir einen Cut. Ja, das schaffen wir. Ja, das ist gut. Hast du so. Dann haben wir auch die erste Tüte fertig, einen Cut. Wie viele Tüten sind? 15. 15 Paar zu kompon. Jawohl, manche Tüten dauern ja länger als andere. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir haben ja durchaus die Option. Es geht ja nur darum, so ein bisschen, wir wollen das so ein bisschen organisieren, dass ihr nicht irgendwie ein 8-Stunden-Video euch auf einmal angucken müsst. Das wäre dann doch ein bisschen extrem. Und bisher brauchen wir keinen Zeitraffer, weil wir einfach zu viel labern. Stelle ich gerade fest. Das ist auch positiv. Und wenn, dann würde sich das so anhören. Sollte auch richtig bauen. Ist vom Vorteil. Ja, vom Vorteil. Aber ich sehe jetzt schon, dass ein Teil übrig bleibt. Zum Beispiel der Endhaken. Ja, ich war gerade auch am überlegen, ob der End auch so ein Ding kriegt.
Nein. Nein, der braucht sowas nicht. Der braucht sowas nicht. Der hat seine starken Arme später. Der ist auch viel größer als alle anderen. Der ist auch größer als alle anderen. Größenvergleich. Oh nein! Ogre vs. End 3D. 3D. Hm, genau. Ist doch alles 3D heute. Ja, aber ist ja nicht schlecht. Ich habe ja wie gesagt bis heute keinen 3D-Film gesehen. Lego Movie in 3D hat sich gelohnt. Also. Das glaube ich gerne. Der Film war toll. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, jetzt müsst ihr in die Videothek rennen, weil der läuft nicht mehr im Kino, oder? Läuft der noch irgendwo? Leider nein. Aber im Kino hat er sich echt gelohnt. Der wäre echt klasse. Lange nicht mehr so gelacht bei einem Film. Das stimmt, das stimmt. Also der war echt klasse. Auch kurzweilig. Da war jetzt keine Stelle irgendwie langweilig oder so. Zu viele Teile bleiben übrig. Das kommt vielleicht woanders noch. Sollen wir die separat irgendwo hinlegen? Nee, warte. Da kommt ja noch was, aber... Ich dachte, da bleiben so viele übrig, aber... Da kommt ja noch was. Ach so. Ich hätte mich auch gewundert. Also so viel lässt Lego dann auch nicht übrig. Wir wollen ja nichts unterstellen hier. Nee, richtig. Ja. Knusper. Ja, das kommt gleich, wenn du den Deckel draufsetzt. Ich glaube auch. Ne? Ja. Das ist ja häufig so. Da fummelt man irgendwas zusammen und erst mit dem letzten Stein hält es dann. Das kann oder, vorkommen. Das war bei Lego-Technik auch ganz viel. Brauchst du so einen Motorblock oder so. Und erst wenn du die letzte Kurbel reingeschoben hast, hält der Ganze. Ja, ist ja hier jetzt auch. So. Oh ja. Jetzt hält's. Der zweite Fuß. Ja, jetzt kommt aber noch dieser... Oh, der die ganze Zeit im Zoom. Na, hat er die ganze Zeit auf die Finger gekommen. Warum gucke ich an die Kamera? Sieht eh keiner. Was ist? Nö, nee, alles cool. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Ist er, da ist jetzt noch so ein Pilz mit bei. Ah, ja, hier hat er es gestrückt, nicht? Und da den Pilz. Also Pilz hat er da auch. Bleibt ein ganzes Ding, übrig. Ganze Platte. Wir legen es mal beiseite, vielleicht brauchen wir das wirklich woanders noch. Ah, die Platte haben wir vorhin noch gar nichts gebraucht, oder? So. Der ist ja noch gar nicht fertig. Oh Gott! Guck mal, ob da. Nee, da kommt schon Trap 2. Ja. Dann würde ich sagen, also die ganze Platte bleibt übrig. Oh, ein bisschen Kleinscheiß. Also wir legen es mal beiseite, vielleicht kommt es tatsächlich woanders noch. Das glaube ich nicht. Wir gucken am besten nochmal die... Wir gucken gleich nochmal nach, während ihr euch einen Kaffee machen könnt oder sowas. Wir gucken nochmal die Bauanleitungen. Genau. Das heißt, wir machen hier einen Cut. Wir sehen uns im zweiten Teil. Haut rein.